Hallo liebe Leute, diesmal spielen wir Magicka mit dem Elektrohexer. Oder würde ich ihn gerne nennen, Chris. Nicht, dass es so heißen würde. Wir haben uns gedacht, wir nehmen das einfach mal auf, den Scheiß hier. Weil das Spiel einfach scheiß lustig ist. Und übergebe ich schon mal hier meinen Fotzenvogel dem Chris. Hallo. Hallo. Ja, wir starten, ne? Ja, starten wir einfach mal. Dann kann mir erstmal nichts sagen, welchem scheiß Intro, das gefällt mir schon mal. Stay a while and listen, and I will tell you a story. Die Stimme geil. Story of Dungeons and Dragons, of Orcs and Goblins, of Ghouls and Ghosts, of Kings and Quests, but most importantly, of Wizards and Vampires. Well, a story of Wizards. Once upon a time in a land known as Midgard. Wird einfach immer die nordische Göttersage angesprochen wird. Es ist ja irgendwie nordisch. Weiß nicht, sieht man keine Köppe. Ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so, Grimnir's disciples were expelled from the Order, and himself was for all time imprisoned at World's End. So bei dem Bild. Because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's das ist schön. Ja. Ich glaube, die eine linke ist eine Transe. Deswegen erschießt der Goblin. Oder die rechte ist ein Pussy mit kurzen Haaren. Der Goblin ist cool. Oh, schau mal, der ist irgendwie voll traurig. Ja, der hat keine Frau mehr. Das war's schon. Der ist auch traurig. Hallo. O je vanol vampir. Ni vanalda spatzen haben dir. O jalp odir. Za, anasti gode, Grimnir borts, monster is kogin, oder jalp, je vlad, null vampir. So, warst du schon? Boah, wenn mir lag's halt übelst. Bei mir lag's nicht. Sag mal, wie schnell bin ich denn? Wir spielen nämlich zwei schwule Magier. Hallo. Oh, da ist wieder was. Es ist eigentlich übrigens scheißegal, in welcher Sprache du spielst. Du hast immer die Voice-Fickereien sind immer... Oh, müssen wir das zensieren? Nee. Die Voice-Fickereien sind immer auf Deutsch oder irgendeine erfundene Sprache. Ich hab keine Ahnung. Ah, ist ja immer dieselbe dann. Warte, gehen wir nicht runter. Komm mit. Dann schauen wir einfach mal, dass wir so viele Easter Eggs wie möglich finden für die Zuschauer. Für die scheiß Zuschauer. Zum Beispiel der hier, der neben mir steht. Ha! Kannst du das eigentlich auch lesen, wenn ich ihn anspreche? Ja. Ah, sehr schön. Wieso hast du nicht gelacht? Ich versteh's nicht. Nicht Matrix geschaut? Oh Mann! Der Hallo! Ja, los, jetzt selber was. Hallo. Schau mal. Big Bushy Beard. Ich muss ja auch an seinen Bart denken, der ist nämlich echt cool. Ja, der sieht wirklich schick aus. Hey, das Würstchen. Ich will da hingehen. Sausage. Sausage. Nee. Gut erkannt. Ich hoffe, meine Zirkel jetzt nicht andauern. Wow, warte. Hä? Scheiße, ich hänge hier gerade fest, warte. Ah, jetzt. Käse? Cheese. Precious Cheese. Well. Oben glaube ich war nichts. Also, ich habe das Spiel schon angespielt bis glaube ich Khan, also ich glaube dritter Akt oder was das war. Hab's aber unterbrochen. Und du hast es glaube ich jetzt in den ersten Akt gemacht, oder? So ziemlich. Oh. Ja, ich warte. Oh Mann. Bisschen abharzen. Na, wie geht's? Hallo? Das Maul. Moment, wie heißen die? Har und Shar. Ist es eine Anspielung auf die alten Säcke von der Muppet Show?
Na, stimmt. Hätte ich auch immer meinen, dass sie nichts interessiert. Na, kann ich jetzt eigentlich irgendwas Besonderes machen? Ah, unsichtbar, oder wie? Hallo? Ich kann damit nicht rumlaufen. Hallo? Ting! Hallo? Wahrscheinlich mit einem Moshpit lässt du mich deine ganze Drecksarbeit machen. Ja, und dann lasse ich dich einfach sterben. Ja, wart's ab. Ha, die Party! Rinde! Rinde! Ja, Rinde, wie Oster? Windari? Bailix? Zum Ostertower. Ja, der Ostertower. Ab zum Osterturm. Hure! Jedes Mal derselbe Scheiß mit dem. Okay, ist ganz egal, das kannst du so oft, kannst du da runtergehen, wie du willst. Jedes Mal die gleiche. Ja, ja, halt mal. Rembra! Rembra! So, Magicka is a game. Ach, ich versuche das Zeug dann zu übersetzen mit Tutorial. Ne, wir machen. Tutorial, Scheiße, ist doch wurscht. Ach, ich muss trotzdem durchlesen, was wir machen müssen. Aha. Oh, dann lese ich es halt nicht vor. Oh, sorry. Nee, ist ja wurscht. Ich glaube mal, das Spiel kennen die meisten. Wenn nicht, wir können es ja einfach nebenbei mal erklären. Gibt bei dir irgendwas weiter? Ah, jetzt kann ich was machen. Gut, dann nehme ich halt kein Schwert, kriege ich halt. Oh. Cool. Oh, jetzt bist du vergiftet. Ja, das gefällt mir. Ja. Cool. Nicht ernsthaft. Oh Mann, ein Phaser oder was? Fire, bla 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 bla. Ich glaube mir, das ist klar. Ich erkläre mal schnell. Links unten haben wir, acht Elemente, also mit Q, W, E, R und ASDF gesteuert. Und je nachdem, wie man sie kombiniert, kommt eben dann was Neues dabei raus. Feuer und 100.000 verschiedene Arten, wie man es verwendet. Also einmal, ich kann es... Ich brenne. Okay, wir können noch nicht auf 100.000 verschiedene... Ich habe noch kein Wasser, ich kann mich nicht löschen. Oh Mann. Also nach dem Tutorial werde ich mal darauf eingehen, wie man die Magier-Scheiße sehen kann. Fire-Element? Ja. Kannst du was machen? Ich hab mich gerade selbst schon in die... Ah, jetzt brenne ich nicht mehr. Ah, man kann da vorne spielen. Und beide muss mich hier die Fackel anmachen. Treffen wir einfach nicht. Ey, sind wir jetzt beide so blöd. So! Na, kann man hier was machen? Wie der da rumschießt. Ah, wir haben das Erdelementar auch. Ah, Steinchen. Und yeah. Ich mach viel mehr. Boing. Bekommst du einfach keinen Schaden. Ah, brauchst du Blitzziel? Wir genau. Kriegen Blitz jetzt. Lightning. Und von Ziel zu Ziel springst, ist ja klar. Ach komm, Mager. Hast du dort... Oh, Mager. Au, 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 au. Ha. Oh. Das war sau dumm von mir. Ich brauch Feuer, um mich zu heilen, oder? Genau. Er ist ins Wasser gesprungen, warte. Er ist ins Wasser gesprungen und damit wieder hier so. Er tropft. Ey, du blödes! Ich wollte dich eigentlich. Achso, jetzt hast du dich halt selbst angezündet. Ja. Wenn er ins Wasser fällt, dann ist er quasi benetzt. Logischerweise. Ja, also er weint tropfe nicht, hier. Genau. Wenn ich jetzt einen Blitz versuche zu starten, dann zuck, krieg ich Schaden. Weil es irgendwie. Das Gegenteil von Wasser ist in denen ihre Logik. Und um mich hiermit von dem Wasser. Warte. Geht doch nicht. Und um mich davon zu befreien, muss ich hier Feuer benutzen und auf mich selbst. Weil man kann hier Zauber entweder auf sich selbst, auf andere. Oder wie er gerade gemacht hat, in der Fläche. Machen. Genau, Flächenzauber gibt's auch noch. Und irgendwas gab's, glaube ich, noch. Also genau, als Nova kann man es noch zaubern, aber Es kommt später dazu. Wolltest du jetzt runterspringen? Naja, das ist mir das erste Mal passiert. Warte. Also es gibt ja verschiedene Arten von Zaubern. Das ist einmal der Blitz, der einfach nur rumspringt. Dann haben wir einmal Feuer, also wie nennt man das? Das Obeinander. Macht man eine Dragon Ball? Schon irgendwie. Was gibt's noch? Wir haben einen Brocken zum Werfen. Und wir haben Strähle. Also
Und je nachdem, wie man Elemente kombiniert, desto was anderes. Kommt was anderes dabei raus. Gut, jetzt haben wir Kälte zum Beispiel. Schau mal, können wir schon Dampf? Nee, Kälte können wir nicht machen. Wie geht denn das? Geh mal weiter. Achso, bevor wir ersaufen, oder? Ja, ja. Haha, ersaufen im Bein. Haha. Also das Spiel ist ziemlich darauf ausgelegt, auf, wie heißt denn das? Environmental hier, bla bla bla. Da kann man zum Beispiel, wir können zum Beispiel einfach reinraufen, würden wir zum Beispiel anfangen zu brennen. Hä? Also ich hatte noch einen Zauber aktiv, oder wie? Wir können jetzt rasen. ASF gleich. Ah, unten steht es sogar. Also wir können mit der Mausrad Zauber durchgehen und dann können wir zum Beispiel hier so rumzaubern. Wow! Ah, leck mich doch am Arsch, bin ich da schnell. Na, na. Ich. Ah, die ersten Gegner. Ich will den Stein am Kopf werfen. Haha! Aua! Ups! Ist sauber? Ist er nicht. Boah! Hey. Achso, man kann Elemente beliebig kombinieren. Nee, weil ich war. Achso, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ein Blitz mache, ist halt schwach. Wenn ich jetzt 5 Blitze mache, ist sie relativ stark. Und je mehr ich dann gerade gelagert habe, mir desto langsamer werde ich. Ja, im Feuer sieht das richtig gut bestimmt. Oh, Entschuldigung. So. Jetzt komme ich durch. Zieh den Hebel! Ja. Oh, hallo. Ein Beholder aus Dungeons and Dragons. Du erfährst später, dass der eigentlich Hauszahm. Hauszahm, lol. Ja. Yeah. Ein Schilder mehr. Das sollten wir auch gleich casten. Nemelich. Was zur Hölle? Irgendwie macht der. Ah, jetzt macht er was. Aua, aua, aua. Stirb! Also es war jetzt wieder mal eine Anspielung auf Dungeons and Dragons von dem Spiel aus. Wie heißt die Beholder auf Deutsch? Wächter? Ja. Ich glaube, die heißt einfach nur Wächter. Halt. Ja, jedes Mal können wir die Fackel nicht löschen. Oh, aua, aua. Ups. W und A, glaube ich, ist wiederbeleben. Ich glaube, ich kann dich noch gar nicht wiederbeleben. Nee. W, A und dann Leertaste, glaube ich, war das. Geht nicht. Ja, das musst du ja, glaube ich, erst lernen. Ach, dann sterbe ich halt. Du musst du weitergehen. Okay. Oh. Ich schaff das. Wie die Musik. Le Rapper! Ich denk, Titter near Fritzel. Nie wird, wieso Titter? GG ist in die Mesa. Hey, wann kriegt man denn dann bitte wiederbeleben? Da. Oh. Crash to Desktop, das habe ich einmal benutzt. Nein, solltest du nicht machen. Ja. Besiegt. Die sind ja nett. Ich werde jetzt ich sage jetzt einmal, wir übersetzen einfach mal nicht die ganzen Texte. Ich denke mal, Zuschauer können entweder Englisch und lachen einfach so mit uns. Man kann, ich will jemanden töten. Oh, ich bin ein Assassin. Stirb halt endlich! Ach, du machst Blitzschaden damit? Keine Ahnung. Schau mal raus. Blutet. Und jetzt spielen sie weiter. Ich hab die noch gar nicht gesehen, die Band. Ups. Spiel besser! Ey, ich hab denen gar nichts getan. Warum war. Attack. Huch! Ah, mit Tab kann ich nachschauen, was ich kann. Smoke and Shadow Step. Mach den Shadow Step. Ah, es geht einfach nach hinten weg, oder wie? Ah, hä? Scheiße! Locked! Ich kann nicht mehr raus! Jetzt geht's. Oh Mann! Das wäre zu cool gewesen. Ey, wir haben jetzt 15 Minuten.
Wie lange wollen wir die Parts eigentlich machen? Ist mir wurscht. Machen wir einfach immer eine Viertelstunde, oder? Ja. Dann warten wir jetzt, was jetzt noch passiert und dann beenden wir erstmal den Scheiß hier. Ah, beenden wir doch gleich mal. Hast du irgendwelche Schlussworte? Haha! Aua. Ja, hast du irgendwelche abschließenden Worte, die du uns sagen? Ich hab keine abschließenden Worte. Okay, tschüss! Tschüss!